Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Dieser Stahlwandpool in unserem Garten ist mittlerweile einige Jahre alt und nun kommt er weg. Dieser Pool wird ausgebaut und ersetzt durch einen Schalsteinpool. Wie ich das Ganze mache und warum ich das Ganze mache, das werde ich in einer eigenen Videoprojektserie zusammenfassen. Heute werde ich damit beginnen, den alten Pool zu demontieren und die Stahlwand auszubauen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache und auf was es dabei zu achten gilt, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Der Stahlwandpool ist 3,60 Meter in der Breite und 6,23 Meter in der Länge. Er hat eine ovale Form und in der Mitte ist eine Folie eingehangen. Diese Folie hat in der Vergangenheit einen enormen Schaden genommen. Ich vermute, dass die falsche Anwendung von Chlor oder Weichmacherstoffen die Folie mehr oder weniger zerstört hat. Ursprünglich sollte die Folie nur ausgetauscht werden gegen eine neue. Doch wir haben uns entschieden, diesen Pool komplett umzubauen und zu ersetzen mit einem großen Steinbecken. Hierzu werde ich die bereits vorhandenen seitlichen Stützmauern nutzen und über die langen Enden ausbauen. Um den neuen Pool hier einbauen zu können, muss ich zunächst einmal den alten Pool, diesen Stahlwandpool, zurückbauen. Ich werde heute die Einbauteile entfernen, die Einlaufdüsen, den Skimmer und den Scheinwerfer. Auch das Wasser muss abgepumpt werden, damit ich anschließend die Folie entfernen kann. Wenn das geschafft ist, werde ich die Stahlwand demontieren und ebenfalls abbauen. Das wird eine spannende Aufgabe, denn diese Stahlwand ist richtig schwer. Mal schauen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Um das Wasser aus dem Pool herauszubekommen, setze ich eine Tauchpumpe ein. In dem Fall ein Modell von Kärcher. Diese Pumpe ist in der Lage, 14.000 Liter in der Stunde abzupumpen bis zu einer Wasserhöhe von 9 Metern. Für mich entscheidend ist aber dieser Wert hier. Diese Pumpe kann, zumindest sagt das die Anleitung, bis auf einen Wasserstand von 1 mm abpumpen. Das ist wischtrocken. Genau das, was ich jetzt brauche. Die Pumpe ist relativ kompakt in ihren Ausmaßen. Wie ihr sehen könnt, gibt es einen externen Sensor, über den ich die Abpumphöhe einstellen kann. Die beiden Kontakte geben das Pumpsignal. Zusätzlich gibt es einen Filter, der auf die Unterseite gesteckt wird. Die Pumpe selber hat kleine Füße, die man hier ausklappen kann. Dann steht sie etwas höher, um diesen 1 mm zu schaffen. Und inklusive ein Anschlussset, ein Winkel mit einem Schnellverschluss, ein Adapterstück für einen Schlauch und besonders spannend eine Rückschlagklappe, die direkt in diesen Winkel eingesetzt werden kann. Ihr seht hier die Rückseite der Düse. Das Ganze ist mit einer Konterschraube hier an der Stahlwand festgemacht.
Wenn ich diese Schraube löse, kann ich den inneren Teil komplett durchziehen. Allerdings ist dieses Winkelstück mit dem Rohr verklebt und dieses Stück passt nicht mehr durch das Loch hindurch. Deswegen muss ich hier einen Schnitt machen. Nun folgt der Ausbau des Skimmers. Auch hier entferne ich zunächst den Abdeckrahmen. Der Abdeckrahmen hat an der Kante kleine Einkerbungen. Diese Einkerbungen fahren in die kleinen Löcher in den Kanten. Beim Entfernen muss man sorgsam sein, damit der Rahmen nicht zerbricht. Anschließend werde ich die Schrauben herausdrehen. Nun wird auch hier die Blende entfernt. Einige Rostspuren sind zu sehen. Und das, obwohl ich die Stahlwand mit Zinkspray behandelt hatte. Auch fällt mir auf, dass die Löcher leichte Einrisse aufweisen. Aber er war dicht. Der Skimmer ist entfernt und wie ihr sehen könnt, ist an den Kanten ein leichter Rostfilm. Auch hier gut zu erkennen. Ich habe diesen gesamten Bereich, wie ihr hier am Farbunterschied sehen könnt, mit Zinkspray behandelt. Aber die Kanten waren anscheinend nicht gut genug geschützt. Zum Ausbau der Lampe löse ich zunächst die beiden Befestigungsschrauben. Anschließend kann ich den Lampenkörper herausnehmen. Auch hier seht ihr, dass sich Rost eingenistet hat. Das Kabel der Lampe ist lang genug. Ich hätte es selbst bei gefülltem Pool ausbauen können und oben auf dem Beckenrand reparieren können. Ich habe das Kabel aus dem Lampentopf herausgenommen. Die Gegendichtungen von innen bzw. von außen sind noch intakt. Auch die Dichtringe sind noch gut. Das kann ich wieder verwenden. Nun kann ich den Lampentopf an sich ausbauen. Auch hier werden die Schrauben einzeln gelöst. Der innere Ring wird abgezogen, mitsamt der Dichtung. Auch hier hat sich der Rost breit gemacht.
Auch an der Öffnung für die Lampe hat sich Rost gebildet. Wie ihr sehen könnt, war die Kante nicht gut genug gesichert. Zum einen hat das Zinkspray hier nicht gereicht und zum anderen kam Wasser an diese Stellen. Aber die Stahlwand ist auch hier noch sehr gut erhalten, trotz des Rosts. Um die Poolfolie aushängen zu können, werde ich jetzt den Handlauf entfernen. Dieser ist von oben eingeklipst und wird von mir herausgeschlagen. Ich habe die einzelnen Handlaufteile demontiert. Es gibt Kurven, kleinere Kurven und es gibt gerade Stücken. Die Stücken sind miteinander über diese Nippel verbunden. Damit ich die Reihenfolge beachten kann, habe ich auf der Rückseite Markierung getroffen. Doch nun zurück zur Folie. An dieser Stelle habe ich vorhin die Düse ausgebaut. Ich konnte sie jedoch nicht entnehmen, weil die Folie noch im Weg war. Nun habe ich die Möglichkeit, die Folie herauszunehmen. Hierzu greife ich von hinten und kann die Folie ziehen. Die Folie selber hat eine Einhängevorrichtung, die nur um die Stahlwand gelegt wird. Um die Poolfolie optimal einbauen zu können oder wie in meinem Fall ausbauen zu können, sollte es relativ warm sein. Ab 20 Grad aufwärts ist die Poolfolie sehr geschmeidig. Diese Temperaturen habe ich heute nicht. Es sind nur knapp 10 Grad und in der kommenden Woche soll es wieder kälter werden. Aber die Zeit sitzt mir im Nacken. Deswegen habe ich beschlossen, bereits heute die Folie zusammenzulegen. Die geraden Seitenwände des Pools sind mit der Betonmauer dahinter, mit der Stützmauer verbunden. Ich habe hier, hier und hier und dort an diesen beiden Stellen jeweils Schrauben eingebracht. In meinem Fall habe ich hier mit Schlagdübeln bzw. Schlagschrauben gearbeitet, um die Löcher wieder zu finden. Hier zeigt sich allerdings, dass die Schrauben selber sehr rostanfällig sind. Ich hatte Glück, dass ich die Schrauben überhaupt wieder rausbekommen habe, denn wie ihr hier sehen könnt, die sind rund. Die erste Etappe ist erreicht. Einen ganzen Tag habe ich gebraucht, um den Skimmer, die Lampe und die beiden Einlaufdüsen abzubauen. Darüber hinaus habe ich die Folie gereinigt und zusammengelegt. In den nächsten Tagen werde ich mich dann um die Stahlwand kümmern. Die Seitenhalterung habe ich bereits demontiert. Lediglich eine Schraube an den Seiten habe ich gelassen, damit mir der Pool nicht zusammenfällt. Diese Schiene hier muss entfernt werden. Ich muss sie von unten nach oben in irgendeiner Weise herausschlagen, denn hier werden die beiden Enden der Stahlwand miteinander verbunden und gehalten. Die erste Etappe ist geschafft. Ich habe den Skimmer, die Lampe und die Einlaufdüsen ausgebaut. Die Folie ist gereinigt und aus dem Becken herausgenommen worden. Auch die Stahlwand habe ich demontiert
und nun kann ich mich dem Einbau der neuen Komponenten widmen. Doch zuvor muss diese Wand entfernt werden. Diese Schalungswand hat den Stahlwandpool gestützt. Die brauche ich nicht mehr. Dieser Bereich soll zukünftig im Becken sein. Damit ich diese Wand entfernen kann, muss ich zunächst die Terrasse, die ich auf dieser Wand gebaut habe, zurückbauen. Diesen Rückbau zeige ich euch im nächsten Video, denn für heute bin ich fertig. Wenn ihr den Rückbau und auch die weiteren Themen zu diesem Projekt Poolbau nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und drückt die Bimmel. Dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos. Gebt mir ein Like, wenn euch mein Video gefallen hat und werft einen Blick in meine Links unten in der Beschreibung.